Diesen Drive wird Amateurgolfer Ryan Gray sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Nach langer Vorbereitung und Konzentration schlägt Gray vom Tee des 18. Lochs des bekannten TPC Sawgrass-Platzes in Pontevedra Beach ab. Er erwischt den Ball perfekt. Doch anstatt über den Fairway in Richtung Grün zu segeln, kracht der Ball nach wenigen Metern mit voller Wucht in eine Wildente. Von dem Geschoss getroffen, stürzt das Tier gleich neben dem Fairway in den See. Ryans Freund Todd Shannon filmt die unglaubliche Szene. Ein Augenzeuge kann es kaum fassen. Oh my God! Did that just happen? Shannon läuft mit der Kamera zum Ufer des Sees und entdeckt dort in einer Blutlache die offensichtlich tote Wildente. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass beim Sport ein Vogel abgeschossen worden ist. Der Baseballspieler Randall David Johnson wirft den Ball und leider kreuzt eine Taube die Flugbahn. Der Wurf ist so kraftvoll, dass die Taube völlig zerfetzt wird. Die Federn wirbeln durch die Luft. Ihr grausamer Tod hat die Tiere immerhin berühmt gemacht.